Also manchmal gibt es quasi eskalierende Situationen oder es geht ganz heiß hoch und ich merke, okay, jetzt geht's zu weit, ich muss intervenieren. Da finde ich es ganz wichtig als Lehrveranstaltungsleiterin, dass ich die Verantwortung übernehme, wie jetzt diese Situation weitergeht und auch zu stoppen und ganz klar zu führen in dem Fall. Also da gebe ich dann das klare Signal, hier wird jetzt nicht mehr weiter diskutiert, sondern ich übernehme jetzt ganz klar die Moderation, wie wir jetzt weiter tun. Wenn es ganz hoch hergeht, ist meistens auch das Tempo schon sehr hoch. Ja, dann so Schlagabtäusche oder so. Und das erste Gegenmittel, was ich einsetze, neben dem, dass ich sage, jetzt übernehme ich, ist Tempo runterfahren. Ich fahre das Tempo runter einerseits, indem ich einfach ganz langsam spreche, was einfach automatisch beruhigt und zuerst einmal nur beschreibe. Und ich beschreibe als erstes möglichst viele Positionen, wie es jetzt jemandem gehen kann in der Lehrveranstaltung. Ich erwähne dann, dass Konflikte für manche Menschen was sehr Sportliches sind, für manche was politisch Notwendiges oder auch wissenschaftlich zu neuen Ergebnissen Führendes, aber dass für manche Menschen Konflikte auch sehr, sehr angsteinflößend sind, selbst wenn sie inhaltlich sind, manche sich regelrecht bedroht fühlen oder nur fliehen möchten. Und bitte darum anzuerkennen, dass es verschiedene Perspektiven und Umgangsformen damit gibt. Und ich erwähne auch alle Positionen von, manche fühlen sich jetzt vielleicht ganz schrecklich. Ja? Und es ist meine Zuständigkeit, hier jetzt für alle den Raum zu gestalten und anzuerkennen, dass es da Unterschiede gibt im Umgang miteinander. Und hol auch die, für die das gerade ganz furchtbar ist, versuche ich abzuholen, indem ich beschreibe, das ist okay, wenn sie sich jetzt so fühlen. Also ich übernehme die Leitung, sehr klar, ich fahre mit dem Tempo runter und ich benenne die verschiedenen Positionen an Emotionen, die das auslösen kann. Durchwegs auch die Position, das ist mir jetzt eigentlich alles egal. Ist auch okay. Manchmal lasse ich das sogar aufstellen, sage ich, gehen wir mal raus aus der Sitzposition, in der das jetzt gerade war. Stellen Sie sich mal auf, wie es Ihnen, wo Sie sagen würden, so geht's mir. Und dann lasse ich die, denen es ähnlich geht, miteinander diskutieren, so dass sie sich auch nicht alleine fühlen und mal sich austauschen, warum es ihnen so geht. Und dass sie nicht wieder konfrontiert sind mit anderen, denen es ganz anders damit geht. So dass sie auch eben, vor allem wenn es prekäre Positionen sind inhaltlich, dass sie nicht alleine damit sind. Es gibt dann noch ein paar Methoden, die ich manchmal einsetze, wenn ich merke, okay, es sind alle aufgeregt und ich möchte hier eine Grenze setzen, weil das inhaltlich nicht mehr gut ist, wenn wir in der Form weiter diskutieren, indem ich ins Schriftliche gehe. Also es gibt das Free Writing. Das ist manchmal ganz gut, dass sich alle ein bisschen beruhigen, indem ich sage, Sie haben jetzt 10 Minuten Zeit, schreiben Sie auf, was Ihnen durch den Kopf geht. Der Text bleibt bei Ihnen, aber schreiben Sie 10 Minuten durch. Danach habe ich eine andere Stimmung. Eine andere Möglichkeit ist zu sagen, okay, wir führen die Diskussion weiter, aber nicht in dieser Form. Das ist für manche zu gefährlich hier, aber inhaltlich ist es wichtig. Wir führen sie schriftlich fort. Dann kann es sein, dass ich Plakate auflege oder erst in der nächsten Einheit. Und die Themen, also am Plakat stehen Positionen und dann wird mit Pfeilen und Zeichnungen und so weiter aufeinander Bezug genommen. Und wir schauen uns dann die Plakate an. So ist es, dass es quasi inhaltlich auch ein bisschen distanziert ist von den Personen. Ja, das, und mit dem Schreiben, das dauert einfach viel länger und beruhigt auch besser. Wie gesagt, in Situationen, wo ich finde, hier muss eine Grenze gesetzt werden, damit der Lernraum auch noch für alle möglich ist und die Menschen auch ihr Gesicht einigermaßen wahren können und auch wieder kommen können und wissen, okay, ich bin hier schon sicher, auch wenn es inhaltlich manchmal
heftig ist oder anstrengend ist. Das ist ganz wichtig, dass ich da immer wieder signalisiere, ich bin für alle da und auch für alle verantwortlich und es ist ein Lernraum und ich setze die Grenzen und das lasse ich dann auch nicht diskutieren. Wenn ich sage, hier ist Stopp und wer anderes findet, nein, das müssen wir weiter diskutieren, dann entscheide das ich. Und da braucht es auch ein klares Rollenverständnis. Wenn ich merke, irgendeine Diskussion war möglicherweise für jemanden schwieriger oder hat auch biografisch was angerührt, was passieren kann, ohne dass wir das wissen konnten, dann bitte ich auch am Ende der Lehrveranstaltung, sag, schreiben Sie mir, wenn etwas für Sie wichtig wäre oder treten Sie mit mir in Kontakt. Und einmal habe ich auch eine Studentin, da habe ich danach gemerkt, anschließend, dass sie draußen gestanden ist und so den Tränen nahe war. Und ich bin dann noch auf sie zugegangen und gesagt, ich sehe, es geht Ihnen nicht gut und wir konnten das jetzt hier nicht mehr lösen. Bitte schreiben Sie mir doch, damit wir Kontaktmöglichkeit haben und wir schauen können, was können wir für einen Weg finden, um das zu lösen. Und bitte Sie auch eben, oder lade Sie ein, quasi entweder Sprechstunde oder schriftlich mit mir in Kontakt zu treten, damit Sie auch wirklich wissen, ich bin dafür zuständig und es ist eben nicht mehr Arbeit, die Sie mir nicht zumuten wollen.